Katharina Berankova, Otto Labola, Czech Republic. Katharina Berankova und Otto Labola aus der Tschechischen Republik, bei den letzten Europameisterschaften auf dem 7. Platz gelandet, nach einer Musik von Lawrence von Arabien. Er ist 26, sie ist 22 Jahre alt. Läuft nicht gut für die beiden? Läuft nicht gut, nein. Zwei Stürze in den ersten beiden entscheidenden Elementen. Otto Labola patzte beim dreifachen Zulauf und jetzt konnte Katharina Berankova den dreifachen Wurf gleich hoch nicht landen. Ja, das Lächeln hält leider nicht lange an. Man kann es, glaube ich, gut nachvollziehen bei Katharina Berankova und Otto Labola. Bei dem sehr sympathischen Paar aus Brünn. Hat nicht sollen sein beim Kurzprogramm. Wie der Hendrik schon sagte, ausgerechnet bei den beiden wichtigen Elementen. Ja, und hier ein weiteres Indiz dafür, dass eigentlich viel zu warm ist in der Halle. Sie sehen die nasse Hose von Otto Labola, denn bei seinem Dreifach-Tulup, bei dem Sturz desselben, landet er nämlich mitten in einer großen Pfütze, die in der Mitte der Bahn ist. Und das sollte eigentlich nicht sein. Normalerweise wartet man so lange, bis das Eis wirklich abgetrocknet ist. Das konnte aber hier eben nicht passieren, weil es viel zu warm in der Halle ist und dieser Fleck einfach nicht abtrocknen wollte. Da sehen wir es, platsch landet er in der Pfütze und sieht sogar spritzen. Ja. Und jetzt direkt der zweite Fehler. Eigentlich keine schlechte Position in der Luft, nicht ganz die ausreichende Zeit gehabt, um zu öffnen, deshalb wahrscheinlich der Sturz von Katharina Berankova hier. Also das mit den Temperaturen, das sollten, müssen Sie hier in der Wiener Stadthalle auf jeden Fall irgendwie noch auf die Reihe bekommen. Das ist alles andere als optimal und ich sagte es eingangs, auch die Läufer heute Nachmittag haben darüber schon ein paar kritische Stimmen geäußert. Ja, ich denke, denn das Wasser, die Pfützen auf der Eisbahn, das ist noch das geringste Problem, erschwertes Durchkommen durch die Programme, einfach ungemein bei solch einer Hitze, da wird der Mund schon nach den ersten zwei Minuten sehr trocken und die Beine schwer und das sicherlich auch ein Problem heute in der Qualifikation der Männer. Ich denke, ist ein, zwei Grad kälter geworden im Vergleich zu heute Nachmittag, aber eben noch nicht optimal.
für die Läufer. Ja, sie sagt Katharina Werenkova, was soll man machen? Die Kopf hängen lassen ist vielleicht das Falscheste, aber sie tun es natürlich erstmal und jetzt ist die Pflicht an Ivan Reschik, am Coach, die beiden wieder irgendwie aufzurichten. Vieles, was man sich mühsam im Training erarbeitet hat, ja, geht buchstäblich baden. Ja, und ich glaube, der siebte Platz aus dem Vorjahr, der versinkt jetzt so langsam am Horizont. Das wird ganz, ganz schwer werden, dann noch in die Region unter den ersten zehn zu kommen. Denn mit den beiden Fehlern, wenn die anderen Paare ihr Pensum normal absolvieren, werden sie sicherlich jenseits der Top 10 landen. Die nächsten Competitors, Evgenia Filomenko, Alexander Chestnik, Georgia.